miteinander. Ich bin auch diese Woche immer noch im Balkan. Ich habe sogar immer noch genau den gleichen Pulli wie letzte Woche an. Vielleicht habe ich aber das Video auch einfach am gleichen Tag aufgenommen. Egal. Ich habe ja in der letzten Zeit ganz, ganz viele SMS, WhatsApp, Direct Messages von euch bekommen, von Leuten, die sagen, du kannst uns doch nicht allein lassen mit dem Bachelor-Zeug. Oder so Sachen wie zum Beispiel, ich habe das immer nur geschaut, weil du nachher Best-of gemacht hast. Was soll ich jetzt machen? Einfacher Tipp. Schaut es doch einfach nicht mehr. Es geht einem viel besser dabei, habe ich im Fall auch gemerkt. Und es gibt ja dann nochmal ein Best-of am Ende von der Staffel. Für die, die jetzt nicht warten können, habe ich etwas Kleines vorbereitet. Und zwar, ah, warte, das heisst ja anders in der Bachelor-Sprache. Ich habe mir etwas ganz Spezielles einfallen lassen, wie der Wuja würde sagen. Und zwar einen kleinen Ausschnitt aus meinem Comedy-Programm Masterarbeit. Mit dem bin ich wieder auf Tour ab im Herbst. Tickets on sale now. Und da handelt es natürlich auch das ein oder andere Mal vom Bachelor. Ein kleiner Ausschnitt daraus. Gerade den Start der Show gibt es jetzt für euch. Und ab nächster Woche dann wieder regulär, wenn ihr euch gewohnt seid, Büssi, Zeptin am Sonntagabend mit den besten Szenen, unter anderem auch von Bachelorette. Habt ganz einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Tschüss zusammen. Da ist der Stefan Büsser. Schön, dass ihr da seid. Danke vielmals. Mein Name ist Stefan Büsser und ich bin schuldig. Ich bin zumindest mitschuld am Untergang der Schweizer Fernsehunterhaltung. Ich habe in den letzten 3 Jahren mehr hohle Menschen bekannt gemacht als 20 Minuten der Blick und die Sendung Arena zusammen. Die haben sich verdammt Mühe gegeben, muss man dazu sagen. Wie viele von euch wissen, hat niemand in der Schweiz so viele Bachelorarbeiten gemacht wie ich. Im Moment wieder jede Woche eine. Und ich habe sozusagen einen Master of Bachelor. Wer den Gag jetzt nicht verstanden hat, hat wahrscheinlich dort mitgemacht. Oder darf sich nachher bei mir ein Anmeldeformular holen. Mit dem Bachelor ist es so ein bisschen ähnlich wie mit dem Bill Cosby. Am Anfang findet man es unhuere lustig und mit so ein bisschen zeitlichem Abstand fühlt man sich vergewaltigt. Wow, 1 Minute und schon die erste. Ich weiß natürlich, dass man das nicht kann vergleichen. Die mit Bill Cosby sind immerhin betäubt gsi. Ich hingegen, ich habe 75 Sendungen Bachelor und Bachelorette nüchtern und mehrfach schauen. Und das hat bei mir natürlich auch bleibende Schäden hinterlassen. Also zum Beispiel, wenn ich eine schöne Frau sehe, fange die Augen an blinken. Wenn mir im Ausgang eine sagt, ich habe den Bachelor gemacht, dann denke ich, oh Gott, nicht schon wieder ein Ex vom Wujo. Aber am schlimmsten ist, wenn ich in ein Restaurant hineingehe und dann kommt der Inder mit der Rose. Dann fange ich an zu schwitzen. Dann fuck, komme ich auch keine über oder nicht?